Hübi, 11 Spiele sind es noch in der Rückrunde. Die TSG steht mit 34 Punkten derzeit auf Rang 8. Wie zufrieden bist du damit? Wie beurteilst du die Situation im Moment bei uns? Ich denke, wir dürfen einigermaßen zufrieden sein, zumindest nicht unzufrieden. Ich würde mir ein bisschen wünschen, dass unsere Ergebnisse ein bisschen stabiler werden, jetzt gerade in den letzten Spielen, um nochmal zu schauen, was geht noch in der Saison. Seit der Rückrunde trägst du die Binde am Arm. Hat sich irgendwas für dich verändert in der Zeit? Ich muss mehr Interviews geben, hier und bei den Medien generell, aber für mich persönlich eigentlich nicht. Also ich versuche die Mannschaft so gut es geht zu führen, kriege auch Unterstützung von den Führungsspielern. Ich denke, es läuft sogar ganz gut. Wenn wir jetzt mal einen Blick auf die Personaldecke werfen, Sages verletzt, Munas verletzt, gerade offensiv ist dann schon ein bisschen dünner. Wie kann die Mannschaft das kompensieren? Könnte das zu einem Problem werden? Ja, es ist natürlich schade, wenn die Jungs sich verletzen. Nochmal gute Besserung an der Stelle. Also es ist natürlich, fehlt uns schon. Ich denke, jetzt kommt vielleicht aber André wieder zurück. Wir müssen das halt irgendwie anders auffangen. Ich denke, wir haben genug gute Spieler. Vielleicht müssen dann auch mal andere Spieler treffen. Ich zum Beispiel könnte auch mal wieder oder ein Verteidiger mal nach einer Standardsituation. Also dann müssen wir es gemeinsam auffangen. Also wir wollen uns nicht beschweren, sind aber froh über jeden, der zurückkehrt. Du hast es gerade angesprochen, Standardsituation. Lucas Ribeiro hat gegen Gladbach sein erstes Bundesliga-Tor geschossen nach 5 Minuten in seinem Debüt. Wie sehr hast du dich für ihn gefreut? Genau das ist, was ich meine. Er hat es auf jeden Fall schon umgesetzt. Unglaublich. Also gerade für ihn freut es mich riesig. Seit er da ist, er kämpft sich ran. Er trainiert hart. Ist ein unglaubliches Tier. Und jetzt, wir haben uns alle riesig gefreut. Wir konnten es gar nicht glauben, dass er das Tor gemacht hat. Wahnsinnsgeschichte. Wir freuen uns nur riesig. Wenn wir jetzt den Blick mal auf das nächste Spiel richten am Wochenende, ist der FC Bayern zu Gast. Die haben jetzt am Dienstagabend in der Champions League 3-0 an der Stamford Bridge gegen Chelsea gewonnen. Was ist das für eine Mannschaft, die da kommt? Wie schätzt du die Bayern derzeit ein? Ich denke, sie sind wieder in einer beeindruckenden Form. Also wenn du in der Champions League so klar gewinnst, siehst du einfach, dass Bayern, ja, man kann sagen, einfach wieder die Alten sind. Ne? Wir haben in der Hinrunde geschafft zu gewinnen, auch nach einem erfolgreichen Champions League-Spiel von Bayern. Wir wollen natürlich auch zeigen, was wir können. Und wir sind ja ein bisschen bekannt geworden als kleiner Bayern-Schreck. Es wird, denke ich, schwieriger als in der Hinrunde, weil die Mannschaft einfach noch mal stabiler geworden ist. Aber wir haben keine Angst. Wie glaubst du, könnt ihr die Bayern knacken? Ja, wir müssen einfach mutig spielen. Das hat uns im Hinspiel ausgezeichnet. Mutig nach vorne spielen und einfach ja, unsere Chancen nutzen. Ich weiß nicht, wie viele wir davon kriegen werden, aber wir haben dort bewiesen, dass wenn wir mutig auftribbeln, dass wir auch gewinnen können. Wie wichtig könnte der Faktor Heimspiel sein? Die Pre-Zero Arena ist ausverkauft. Wie wichtig sind die Fans an so einem Spiel? Ich muss sagen, in der letzten Zeit hat mir die Stimmung viel besser gefallen. Wir haben ein bisschen mehr die Fans mitnehmen können und es wird natürlich gegen Bayern, ist es natürlich top, dass es ausverkauft ist. Und gerade da in so Spielen brauchen wir die Unterstützung der Fans und vielleicht auch ein bisschen Geduld und Unterstützung. Wir sind auch eine Mannschaft, die auch mal ein Spiel drehen kann. Ja, wir sind auf die Unterstützung angewiesen und ich hoffe und ich glaube, dass wir die erhalten werden. Viel Erfolg am Wochenende. Vielen Dank. Danke.